Das ist es, wonach sie streben. Olympisches Gold, Rekorde, WM-Medaillen. Spitzensportler sind von klein auf leistungsorientiert. Ihr Tag wird durch Trainingseinheiten, das Jahr durch Wettkämpfe strukturiert. Doch wann machen sich erfolgsverwöhnte Athleten Gedanken über die Zukunft? Was passiert, wenn sie alle Rekorde gebrochen und Titel gewonnen haben? Es ist einfach so, dass natürlich nicht hunderte Leute vor der Tür stehen und warten auf den Weißflug, dass der für viel Geld bei denen anfängt. Dabei könnten Unternehmen von ihnen profitieren. Denn Ehrgeiz, Disziplin oder Teamfähigkeit sind Eigenschaften, die in vielen Jobs gefragt sind. Welche Erfahrungen haben Jens Weißflug, Uwe Ampler und Heike Drechsler gemacht? Und wie meistern sie heute ihren Alltag? Also Programm heute, auch wenn es sehr heiß ist, deswegen müsst ihr auch auf alle Fälle viel trinken. Wir fahren heute Kanupark. Die profilierte Strecke kennt ihr ja. Das fahren wir 5-mal, dann fahren wir nach hinten in Richtung Stürmtaler See. Da fahren wir noch 2-mal den 16-prozentigen Anstieg hoch und dann wird locker ausgefahren. Viele werden ihn erkannt haben. Der Mann, der hier am Markleberger See im Süden von Leipzig mit jungen Talenten trainiert, ist Uwe Ampler. Einer oder vielleicht sogar der Topstar im späten DDR-Sport. Das Radfahren hat sein Leben bestimmt. In guten wie in schlechten Zeiten. Radfahren macht mir einfach Spaß, weil es eben auch was mit, weil es einfach nicht nur Sport treiben ist oder Sport und sich bewegen, sondern weil es auch mit Geschwindigkeit zu tun hat. Und die ganze Technik, was an so einem Fahrrad ist, dran ist, Schaltung, Bremsen etc., das finde ich, imponiert mir. Ne? Ja, und es ist schon, ich kann mir ein Leben ohne Radfahren nicht vorstellen. Oder schwer vorstellen. Der junge Ampler ist mit Talent gesegnet. Kein Wunder, schon Vater Klaus war ein Radbolzer der Extraklasse, gewann 1963 die Friedensfahrt. Ampler Junior eifert ihm nach, ist schon früh in der ganzen Welt unterwegs und bekommt deshalb in der Schule Einzelunterricht. Als Amateur gewinnt er alles, was es zu gewinnen gibt, die Friedensfahrt gleich 3-mal in Folge. Ampler wird Weltmeister und Olympiasieger. Da hat er gerade sein Abitur in der Tasche. Vom Staat hoch dekoriert will er nun Sportstudent werden. 1989, da kam ja dann noch die politische Wende. Und wir waren damals, das weiß ich noch genau und werde das auch sicher nicht vergessen, wir waren damals in Australien zum Rennen und haben das im Fernsehen gesehen, wie sie in Leipzig auf dem Ring demonstriert haben. Wir sind das Volk. Haben gedacht, was ist denn da los? Im Herbst 89 beginnt eine neue Zeitrechnung. Auch für die Stars im DDR-Sport, den es nicht mehr lange geben wird. Sie präsentieren sich ungewohnt locker und ziemlich selbstbewusst. Wir würden zum Beispiel, von uns beiden kann ich das mit Sicherheit behaupten, gerne Meister Tour de France starten. Ja. Und dort mal zeigen, wie gut oder wie schlecht wir sind. Ampler, der schon als kommender Toursieger gehandelt wird, scheitert als Profi, will zu schnell zu viel. 1993 bekommt er keinen neuen Vertrag und hört auf. Als der Aufbau eines Fahrradgroßhandels zum Fiasko gerät, zwingt ihn wirtschaftliche Not zu einem Comeback. Beendet wird es durch eine positive Dopingprobe. Dann kommt es noch dicker. 2003 liegt er nach einem schweren Unfall im Koma. Das Radfahren hilft ihm zumindest gesundheitlich wieder auf die Beine. Da erkrankt sein Vater an Alzheimer. Im vergangenen Jahr blickt er auf die Zeit seit dem Mauerfall zurück. Anlass ist sein 50. Geburtstag. Ampler wirkt verzweifelt und mutlos. Was hält das Leben für ihn noch bereit? Man muss versuchen, einfach das Beste daraus zu machen. Und da muss man sich entweder setzt man sich damit auseinander oder man springt irgendwo vom Hochhaus. Ne? Und
ich setze mich damit auseinander und versuche noch das Beste für den Rest daraus zu machen. In Leipzig treffen wir Marion Mendel. Sie kennt Amplers Werdegang. Die Sportpsychologin hatte vor der Wende an der DHFK promoviert und arbeitet seit über 20 Jahren als Laufbahnberaterin am Olympiastützpunkt. Mit dem Ziel, den Athleten bei der Vorbereitung der Karriere nach der Karriere zu helfen. Das ist, glaube ich, auch das richtige Argument, zu sagen, wir tun nichts und warten, bis sie mit ihrer sportlichen Karriere fertig sind und fangen dann mal an zu überlegen, was könnte denn aus demjenigen werden, wo liegen seine Interessen, wo liegen seine Fähigkeiten, sondern wichtig ist, dass man schon während der sportlichen Tätigkeit versucht, das vorzubereiten. Die Beratung am Olympiastützpunkt beginnt je nach Sportart in der Klasse 7 bis 10 und dauert bis zum Ende einer Sportlerkarriere. Wir wollen von Marion Mendel wissen, warum immer mehr Athleten immer früher ihre Laufbahn beenden. Laut einer Studie der Sporthochschule Köln hören Spitzensportler zunehmend früher auf. Im Interesse der Karriere nach der Karriere. Für über 37% der Befragten sei der Fokus auf Studium oder Beruf der Hauptgrund für das Aufhören. Verletzungen, Altersgründe oder Perspektivlosigkeit spielten dagegen eine eher untergeordnete Rolle. Wir werden es nicht verhindern können, es wird immer so sein und es wird auch nicht jeder ehrlich sein, warum er aufhört. Ich glaube aber, dass wir in den letzten Jahren sehr bemüht waren, mit neuen Projekten genau dem entgegenzuwirken. Ein neues Projekt ist die von der Bundesregierung unterstützte Praktikantenbörse Unternehmen suchen Spitzensportler. Top-Athleten soll so schon zur aktiven Zeit bei der Vorbereitung ihrer beruflichen Karriere geholfen werden. Ich bin eigentlich das gute Beispiel dafür, wie es normalerweise nicht läuft oder wie es schlecht läuft, indem man zum Schluss nach der erfolgreichen Sportkarriere nämlich ohne etwas Richtiges, ohne einen richtigen Abschluss in der Hand dasteht. Franziska van Almsick, zehnfache olympische Medaillengewinnerin, inzwischen Ende 30 und zweifache Mutter, hatte im vergangenen Jahr begonnen, ihr Abitur nachzuholen. Van Almsick, die als wirtschaftlich unabhängig gilt, hofft mit dem Schulabschluss auf eine Vorbildwirkung. Alltag für Jens Weißflog. Der Olympiasieger im Skispringen hat sich nach dem Ende seiner Karriere ein völlig neues Metier gesucht. Die Tätigkeit in der Wäschekammer, für ihn eine Selbstverständlichkeit. Weißflog betreibt seit nunmehr 18 Jahren ein Hotel in Oberwiesenthal und ist komplett in den Betrieb eingebunden. Kümmert sich also um Bademäntel und Handtücher, ebenso wie um Wareneinkauf, Genehmigungen oder Umsatzziele. Weißflog hat 20 Mitarbeiter auf seiner Gehaltsliste, zählt sich übrigens selbst mit dazu. Der heute 51-Jährige galt während seiner Sportlerkarriere immer als Perfektionist. So gesehen ist er sich auch im neuen Metier als Hotelier treu geblieben. Ich muss versuchen, den Laden im Griff zu haben, in der Gänze. Und kann auch nicht jeden Tag nachputzen oder nachkellnern oder andere Dinge machen, die vielleicht momentan nicht gelaufen sind, sondern ich muss versuchen, die Herausforderung in der Zukunft zu sehen. Ne? Dass dann Fehler, die begangen worden sind, zu reparieren oder wie auch immer und vielleicht dann wieder besser zu werden. Natürlich ist es für jeden Hotelgast etwas Besonderes, wenn der Chef Dienst an der Rezeption hat. Der Name Weißflog zieht immer noch. Aber bei der Erwartungshaltung der Gäste zählt in erster Linie die Qualität. Und so muss der Hotelier jeden Tag aufs Neue kämpfen, wie früher als Leistungssportler. Seine Karriere beginnt im kleinen Pöhla, gut 20 Kilometer von Oberwiesenthal entfernt. Weißflog gilt als Talent und wechselt auf die Kinder- und Jugendsportschule. Als Schanzenfloh hat er ein großes Vorbild, Olympiasieger Helmut Recknagel. So wie er will der kleine Jens auch einmal Tierarzt werden. Zumal er vom Elternhaus auch noch in dieser Hinsicht vorbelastet ist. Wir hatten Schweine, wir hatten Schafe, wir hatten Hühner, Gänse und alles, was eben so auf so einem kleinen Bauernhof gibt. Und dann kommt natürlich auch irgendwann der Tierarzt. Und aber als der Tierarzt
eines Tages einen langen Handschuh angezogen hat und dem Ochsen nicht ins Maul geschaut hat, sondern von hinten reingefahren ist, war der Wunsch, Tierarzt zu werden, plötzlich passé. Dank seiner frühen Erfolge genießt der jugendliche Weißflog die Vorzüge des DDR-Sportsystems. Längere Abwesenheiten durch Trainingslager oder Wettkampfreisen ins Ausland werden mit einer Schulzeitverlängerung kompensiert. So schließt Jens die 10. Klasse erst mit 6 Monaten Verzug ab. Ist da eigentlich schon Lehrling, will nun Elektroinstallateur werden. Er beginnt seine Lehre aber nicht wie allgemein üblich am 1. September, sondern am 1. April. Einen Tag zuvor feiert er den ersten großen Sieg beim Freie Presse-Pokal. Den hatte ich nämlich dann gewonnen als erster Junior bei den Männern und saß am nächsten Tag erstmalig in der Elektrowerkstatt bei VEB OPEW in Annaberg. Und da liest einer Zeitung, die Sportseite, und erzählt, du, da hat einer gestern in Oberwiesenthal ein Freie Presse-Pokal gewonnen, das muss ein ganz junger sein. Und da rempelt der andere den an und sagt, es ist der da. Das war mein erster Lehrtag da. Wer Heike Drechsler bei ihrer Arbeit erlebt, kann kaum glauben, dass ihr Abschied vom Leistungssport schon wieder über 10 Jahre zurückliegt. An diesem Tag steht im Volkspark Berlin-Spandau ein Laufworkshop auf dem Programm. An der Seite der Olympiasiegerin sind Berliner Frauen, die sich fit halten und etwas für ihre Figur tun wollen. Heike Drechsler hält auch Vorträge über Prävention, Motivation oder Sport zum Stressabbau. Mit den Leuten irgendwas machen, was ein Erlebnis schaffen und sich selber natürlich auch ein Erlebnis schaffen, weil man hat dann auch was getan. Man war nicht nur inaktiv, nicht nur vielleicht mit dem Kopf aktiv, sondern man hat auch körperlich was getan. Und ich freue mich da auch immer drauf. Da fühle ich mich wohl. Das ist meine Welt und wird auch immer meine Welt sein. Angestellt ist die ehemalige Weitspringerin bei einer Krankenkasse. Als Repräsentantin für Sport, Ernährung und Bewegung. Zum Job gehören auch Tage im Büro. In diesem Fall zieht Heike die Turnschuhe eben nach der Arbeit an. Zur Leichtathletik gekommen war sie in ihrer Heimatstadt Gera. Mit 13 der Wechsel zum Sportclub und an die Sportschule nach Jena. Schon mit 18 wird sie Weltmeisterin. Die staatliche Förderung ermöglicht volle Konzentration auf den Sport. Abitur, dann eine Lehre als Feinmechanikerin. Sie beginnt ein Pädagogikstudium. Eine DDR-Karriere wie im Bilderbuch. Eigentlich war alles doch ein bisschen vorgegeben. So, der Weg war irgendwie von vorne bis hinten schon irgendwie abgestimmt. Ne? Also ich wusste ganz genau, wenn jetzt die Wende jetzt nicht gekommen wäre, wäre ich dann Lehrerin geworden. Und wäre dann in der Schule und hätte natürlich mit dem Sport, ich wäre Sportlehrerin geworden. Nach dem Mauerfall aber ist plötzlich alles anders. Die Rundumabsicherung gibt es nicht mehr. Kind und Familie, Sport und neue Bedingungen, alles muss unter einen Hut gebracht werden. Heikes Schwiegervater ist nun auch ihr Trainer. Da kommt der Olympiasieg 1992 genau zum richtigen Zeitpunkt. 7:14, jetzt ist es zur Gewissheit geworden. Heike Drechsler ist Olympiasiegerin. Die Goldmedaille wird zum Türöffner für ihren Wechsel nach Karlsruhe. Dann bin ich 1993 dann zur Barmer GEK gekommen. Und mir war es halt immer wichtig, dass ich da, dass es auch schon eine Absicherung war, dass ich später dort auch mal einsteigen kann, in welcher Form. Also schon fast wie eine Festanstellung eigentlich schon. Und die haben mich da unterstützt zu Zeiten, wo ich halt sehr aktiv noch war im Sport. Ich hatte meine präsentativen Aufgaben, also ich hatte meine Termine. Aber ich hatte die Perspektive, danach kann ich auch einsteigen, natürlich nach meinen Fähigkeiten, nach meinen Fertigkeiten. Mit dieser Absicherung im Rücken kann sich Heike Drechsler wieder ganz auf den Sport konzentrieren. Ein wesentlicher Grund, warum sie bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney mit Mitte 30 noch einmal Gold im Weitsprung gewinnen soll. Sie geht in Führung. 6,99 Meter. Als sie von der großen Bühne abtritt, ist sie bereits 39.
Wir treffen uns in Berlin mit Professor Wolfgang Mennig, wollen mit ihm über einen Trend im Spitzensport des wiedervereinigten Deutschland reden. Die olympische Medaillenausbeute von 1988 bis heute, von damals 142 Mal Edelmetall für Ost und West zusammen, sank kontinuierlich bis zum Tiefpunkt 2008 mit 41 Medaillen und zuletzt 44 Plaketten im Jahr 2012. Im Vergleich also nicht mal mehr ein Drittel. Wenn man sich diese Berechnung anguckt, dann ist Deutschland, das ich ja immer im Vergleich sehen muss mit anderen Ländern, eigentlich auf dem Niveau, wo es hingehört. So enttäuschend sich das anhören mag. Aber wir sind einfach hinter den USA und hinter China, hinter Japan, die wir noch gar nicht vor uns sehen, einfach wesentlich kleiner und letztlich auch wirtschaftlich weniger erfolgreich. Mennig weiß, wovon er spricht. 1988 sitzt er im bundesdeutschen Achter, der olympisches Gold gewinnt. Beruflich hat er da bereits Volkswirtschaft studiert und promoviert. Rudern macht hart, hieß es auch im Westen, und fördert Eigenschaften, die im späteren Leben helfen. Gegenwind auszuhalten, Widerstände aushalten, Schmerz auch auszuhalten, Kummer auszuhalten, lassen sich überhaupt nicht abbringen von Frustrationen, haben Wissen, dass man eigentlich am meisten nicht aus Siegen lernt, sondern aus den Niederlagen lernt. Freuen sich nicht über Niederlagen, aber nutzen diese systematisch, um besser zu werden. Und das ist etwas, was sie in Ausdauersportarten gut lernen können. Ich glaube, dass Leistungssport, egal ob früher oder heute, auch in welchem System auch immer, eben halt Leistung abverlangt, nach Leistung bewertet wird. Und es gibt andere Bereiche, wo das eben halt nicht so hart zutrifft. Ich muss mich immer wieder eigentlich auch als Olympiasieger neu den Qualifikationswettkämpfen stellen. Ich muss meinen Kaderstatus mir erarbeiten mit Leistung. Leistungssport ist schon eine brutale Abrechnung, klar. Aber um welchen Preis? Ein Blick auf die aktuelle Förderung zeigt, den Maximalbetrag von 1.500 Euro monatlich bekommen derzeit 22 Athleten bis Olympia 2016. Für eine Eliteförderung von 500 bis 800 Euro im Monat ist eine Top-3-Platzierung bei einer WM erforderlich. Für alle anderen kommt die Grundförderung zur Anwendung. Also, im Unterschied zum Profifußball etwa, wird im deutschen Spitzensport keiner zum Spitzenverdiener. Also da kenne ich jetzt nicht wirklich jemanden in den letzten Jahren, 22, 23 Jahren, in denen ich hier arbeite, dass ich jetzt sagen kann, hier ist einer reich geworden. Nein. Körperlich wirkt Uwe Ampler fit wie vielleicht ein 35-Jähriger. Warum aber ging in seinem Leben nach der Wende so vieles schief? Wir sprechen darüber mit Katrin King, die den ehemaligen Radsportler seit etwa einem Jahr coacht. Ihre Zusammenarbeit entstand, als sie im vergangenen Jahr einen Fernsehbeitrag mit und über Uwe Ampler zu dessen 50. Geburtstag gesehen hatte. Er war schon etwas resigniert und hat gedacht, ja, es geht nicht. Und aber mit gewissen Training und gewissen Motivationsfaktoren, oder, hat er sehr schnell gelernt zu sagen, okay, ich muss mich in der Richtung weiterentwickeln, ich muss offener sein, ich muss auch nicht eine gewisse verbissene Haltung zu etwas haben, wenn es nicht klappt. Dabei war Ampler mit auf den ersten Blick vorzüglichen Voraussetzungen in die neue Zeit gestartet, um zu scheitern. An einer Mischung aus Unwissenheit, Ungeduld und Naivität. Ich wurde ja damals zu der Zeit schon als einer der weltbesten Amateure gehandelt und ich hatte Angebote. Und ja, ich habe gedacht, das geht schon so auf die eine oder andere Art so weiter, wie das zu Amateurzeiten war. Heute scheint es, als hätte Uwe Ampler eine gute Beratung gefunden. Neben dem Kontakt zu Katrin King hat er auch einen guten Draht zu Jens Kunert, ein Freund und Radsportkumpel. Zu aktiven Zeiten war das anders. Bei seinem Wechsel vom Amateur zum Profi und auch danach hatte Ampler stets die Falschen an seiner Seite oder hörte auf die Tipps derer, die nur vorgaben, es gut mit ihm zu meinen.
Es gibt bestimmte Momente, wo man sich einfach in einem bestimmten Maß verkaufen muss oder verkaufen können muss. Und das ist auch was, was wir nicht gelernt haben. Die Defizite sind, glaube ich, entstanden schon zu Zeiten der DDR, dass man die Sportler ja wesentlich darauf getrimmt oder dass die Sportler sich konzentriert haben auf ihre sportliche Leistung. Und gewisse Lebenserfahrung wurde dort zurückgesteckt. Man hat das Denken den Sportlern abgenommen. Man hat sie in eine Schiene reingeprägt, zu sagen, schau du für deinen Sport, den Rest machen wir. Die Wanderung mit Jens gehört zu den Veranstaltungsangeboten im Hotel des ehemaligen Skispringers. Jens Weißflog verknüpft so die eigene Popularität mit dem Zwang, seinen Gästen immer etwas Besonderes bieten zu müssen. Also der Name hat im ersten Jahr natürlich brutal geholfen. Auch in der Hinsicht, dass natürlich fast jeder Fernsehsender mal hier war und Jens Weißflog danach mal gefilmt hat. Und wir hatten eine Auslastung im ersten Jahr, die können wir nie mehr wiederholen. Ne? Aber die Gäste, glaube ich, verzeihen natürlich bei so einem Namen weniger. Oder sie machen es öffentlich als bei einem, ich sag mal, No-Name-Hotel. Ne? Und das sehen wir natürlich auch in den Bewertungen, dass der Weißflog nicht kochen kann. Und ich sag mal, alles, was negativ ist, wird auf die Person Weißflog gemünzt. Ne? Am Ziel der Wanderung, natürlich die Schanze am Fichtelberg, plaudert der Hotelier aus dem Nähkästchen. Dass es zum Beispiel ziemlich lange gedauert habe, bis er sich auf dem völlig fremden Terrain sattelfest fühlte. Geholfen habe ihm dabei stets das Gefühl, Ähnliches bereits einmal im Leistungssport geschafft zu haben. Bocklew hat einen V-Stil erfunden und später sind ihn alle gesprungen und es ließ sich nicht abändern. Also ich hätte aufhören können mit Sport und wäre als erfolgreicher Parallelspringer abgetreten. Oder man hat halt die Herausforderung V-Stil dann angenommen und hat versucht, damit wieder erfolgreich zu sein. Das, denke ich, die größte Lehre neben vielen anderen aus dem Sport gewesen, dass man es schaffen kann. Ins Auto gepackt. Wir sind dann den Kaffeeklatsch mit Jens nutzen wir, um mit Weißflogs Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Der Chef plaudert mit seinen Gästen über alte Zeiten, ist also beschäftigt. Und so erfahren wir, wie Jens Weißflog im Alltag wahrgenommen wird. Seine Mitarbeiter haben nicht den Eindruck, dass er sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Man merkt an seinem Wesen, er ist immer ganz ruhig, ganz ruhiger. Und das bewundere ich immer so. Ihn kann nichts aus der Ruhe bringen. Wenn die Luft brennt, er macht den Dienst hier noch selbst mit im Hotel. Ne? An der Rezeption, im Außendienst, auf dem Zimmer hilft er mit. Also kann man nicht. Besseren Chef kann man sich ansehen. Er geht sozusagen mit gutem Beispiel voran. Jens, geh aufs Ganze und flieg und flieg und treibe den Sprung und lande sicher. Der kleine Mann vom Fichtelberg, der als Skispringer einer der größten war, ist ein gelungenes Beispiel, wie es klappen kann mit der Karriere nach der Karriere, auch aus Sicht der Laufbahnberaterin. Ich kenne das Hotel, ich war da auch schon mal, ich finde es auch sehr nett. Und so auch die Art, wie er das dort führt, ja, klasse. Vielleicht ist das sogar der bessere Endpunkt für ihn gewesen, was die berufliche Karriere anbelangt. Man weiß es nicht. Zurück zu Heike Drechsler und ihren Mitstreiterinnen. Rund 90 Minuten dauert so ein Schnupperkurs. Locker anfangen, die ersten drei können schon loslaufen. Die zweiten folgen auch schon, die Arme schön mitnehmen, locker nach vorne. Mit ihrem Bewegungsdrang ist sie geradezu prädestiniert für ihren Job als Gesundheitsbotschafterin. Natürlich verkauft sie in erster Linie sich selbst und ihren Namen, doch das Paket stimmt einfach. Wenn jemand eine solide berufliche Ausbildung hat, selbst dann, wenn man als sogenannter Quereinsteiger woanders dann letztendlich jetzt sein Geld verdient und sich repräsentiert, sein Wissen aus dem Leistungssport mit einbringt, finde ich super. Heike Drechsler hat als Leistungssportlerin zwei völlig unterschiedliche Systeme kennengelernt, hatte in beiden Erfolg. Ob sie unter den heutigen Bedingungen auch wieder eine erfolgreiche Weitspringerin werden würde?
Was ist schon einfach? Alles muss man sich erarbeiten, man muss kämpfen. Aber wenn man dran glaubt und wenn man seinen eigenen Weg geht und wenn man sein Umfeld auch dementsprechend mit seinem Umfeld das so für sich organisiert, ich glaube, da ist viel zu schaffen. Aber das gehört natürlich eine ganze Portion Disziplin dazu und Durchhaltevermögen. Und ich glaube, wenn man wirklich was will, dann schafft man das auch, auch unter den jetzigen Bedingungen. Was Heike Drechsler meint, betrifft die Olympiasieger von morgen. Die Nachwuchssportler haben auf ihrem Weg zur Weltspitze heute mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen, in erster Linie mit finanziellen. Im Unterschied zum Fußball etwa, der dort zumindest gefühlten Aussicht auf das große Geld. Das ist natürlich bedingt dadurch, dass der Wettbewerb im Berufsleben in den letzten Jahren sehr viel härter geworden ist. Man steht heute in meinem Studienjahrgang war es die Ausnahme, dass jemand ins Ausland ging. Ja, heute ist es der Standard. Wer nicht im Ausland ein Semester hat, ist ja unten durch. Und wer nicht noch zwei Praktika hat. Also die Anforderungen sind gestiegen. Das geht mit dem Spitzensport teilweise schwer zu vereinbaren. Warum aber sollen Eltern ihren Kindern dann empfehlen, eine leistungssportliche Karriere ins Auge zu fassen? Der deutsche Sport steckt im Strukturwandel. Nicht vergessen werden sollte dabei, dass die jungen Athleten Vorbilder brauchen. Bestens geeignet die Helden von gestern, die sich auch heute behaupten. Sie sind als erfolgreicher Spitzensportler, gewinnen Sie Medaillen, haben Sie vielleicht auch, wenn Sie eine mediale Sportart haben, hohe Einkommen. Sie haben überall die Anerkennung, Sie sind an der Weltspitze. Das prägt so die Ambition und dann fangen Sie anschließend einen Beruf an, so wie jeder andere höchstens. Oder wenn Sie Ihre Ausbildung nicht vorangetrieben haben, auch weit unter dem. Das ist schwierig. Da kenne ich selber Fälle von Sportlern, die daran sehr geknabbert haben. Uwe Ampler geht es wesentlich besser als noch vor einem Jahr. Auch durch das Coaching seiner Beraterin hat er frischen Lebensmut schöpfen können. Was ihm gut tut, ist der Umstand, dass ihn die Leute nicht vergessen haben. Hin und wieder wird er auf der Straße angesprochen. Einfach so. Sind Sie nicht der Uwe Ampler? Ich sage ja. Ja, hab ich doch, sieht man doch sofort. Kommt dann, sieht man doch. Oder das vergesse ich nicht. Oder Ihr Gesicht vergesse ich nicht. Oder als ich Weltmeister geworden bin, 86, das ist nächstes Jahr, sind das 30 Jahre. Ist das Vergangenheit, ne? Das ist schon ganz schön Holz. Die aktuelle Herausforderung für ihn, sich ein berufliches Fundament zu schaffen. Keine leichte Aufgabe für einen 50-Jährigen. Ja, das sieht gut aus. Durchstrecken die Arme, durchstrecken, ja. Ampler hat inzwischen begonnen, als Fitnesstrainer tätig zu sein. Die Idee? Individuelles Einzeltraining mit Ernährungsberatung und allem, was dazugehört. Und ich denke, dass ich da eine gute Sache gefunden habe, was mir auch Spaß macht, mitzuerleben, wie man andere Leute auf ihrer Basis erfolgreich oder ja, schon erfolgreich kann man sagen, wenn jemand zu viel Gewicht hat oder keine Kondition hat und hat dann nach einer bestimmten Zeit, nachdem man ihn betreut, hat ein anderes Level erreicht, dann ist das schon ein Erfolg. Und das macht mir schon Spaß. Der schwierige Absprung. Für Jens Weißflog, Heike Drechsler und Uwe Ampler war es ein extremer Bruch im Leben. Vom Spitzensportler zum Alltagshelden. Diese Aufgabe will erst einmal gemeistert sein. Heute Olympiasieger, morgen Berufsanfänger. Die meisten haben es gut geschafft, haben nämlich auch diesen Berufsweg dann so als eine Herausforderung, wie so ein Trainingsplan gesehen, wo man halt unten anfängt auf der Kreisklasse und sich dann systematisch hocharbeitet und haben das erfolgreich geschafft. Aber einige kommen auch mit diesem Bruch von dem Anspruchsniveau von ganz oben auf so ein Normalniveau nicht so richtig zurecht.